Der 1. Mai hat für unsere Bewegung eine überragende Bedeutung. Der 1. Mai ist für mich eigentlich immer wieder zurückbesinnen auf die Grundwerte der Sozialdemokratie. Ein sehr wichtiger Tag für uns als Sozialdemokratie. Seit 1890 feiern die Sozialdemokraten solidarisch den 1. Mai. Der 1. Mai hat für mich persönlich eine symbolische Bedeutung. Also für mich als sozialer Mensch ist das der höchste Feiertag schlechthin. Der 1. Mai ist für mich als Gewerkschafter sehr wichtig. Ein Tag der Erinnerung. Für mich bedeutet der 1. Mai noch sehr, sehr viel. Ich glaube, ist der schönste Geburtstag, den man haben kann. Ganz ein besonderer Tag. Es ist ja der Tag der Arbeit. Für mich der Tag der Arbeit. Tag der Arbeit, ein großer Tag für alle Arbeiterinnen und Arbeiter. Früher sagte man auch Kampf und Feiertag der Arbeiter. Für mich persönlich ist der 1. Mai wichtiger als alle religiösen Feiertage zusammen. Ein Tag zum Gedenken, aber auch zum Dank. Für mich bedeutet der 1. Mai Gerechtigkeit und Fairness. Ja, vom Politischen her ist das der Feiertag Tag der Arbeit, oder? Wo sich die Arbeiter früher formiert haben und gekämpft haben für Arbeitsbedingungen für Gott. Unsere Vorfahren haben für die Rechte gekämpft, was wir haben. An diesem historischen Tag wurden stets politische Forderungen zum Wohle der arbeitenden Bevölkerung erhoben. Geht einmal zurück auf die nordamerikanische Arbeiterbewegung. Eigentlich war es ja Arbeitskampf. Mit der Forderung nach einem 8-Stunden-Tag. Fairen Lohn für faire Arbeit. Das allgemeine Wahlrecht oder die Einführung der Alters-, Waisen-, Witwen- und Invaliditätspension. Also unsere Großväter haben da sehr stark darum gekämpft. Einige haben ihr Leben verloren. Was die damals geleistet haben, die so lange gekämpft haben, dass es überhaupt einen Feiertag der Arbeit gibt. Leider Gottes gibt es auch Tendenzen, dass man diese Errungenschaften der Arbeitnehmerschaft wieder streitig machen will. Die Rechte, wo wir uns hart erkämpft haben in den letzten Jahrzehnten. Und das wäre auch ein großer Rückschlag. Wir stehen heute genauso wieder vor Herausforderungen, die wir im Punkt der sozialen Gerechtigkeit brauchen wie vor 100 Jahren. Weil das heutzutage nur mehr so selbstverständlich ist, dass man Arbeit hat. Was mir sehr viel Sorgen bereitet, sind die Arbeitsbedingungen, die Situationen in den Billiglohnländern, wo unsere Firmen produzieren lassen. Wir machen einen Rückschritt, was vor dem 1. Mai war, wenn man es anschaut in der Arbeitswelt. Niedriglohn und immer steigenden Lebenshaltungskosten. Es geht um die Geschwindigkeit, es geht um den Leistungsdruck. Ich wünsche mir zum 1. Mai, dass es endlich klare Regelungen für die Menschen gibt, was sie für den Pensionsantritt benötigen. Dass die Sozialdemokratie die Gerechtigkeit und die soziale Sorgen der Bürger aufnimmt. Mehr Arbeit für die Jugend. Dass auch die Leute dementsprechend versichert und abgesichert sind. Die sollen auch etwas verdienen, die Arbeiter. Deswegen hat der 1. Mai in Zukunft mehr als eine Berechtigung. Umso wichtiger wird er jetzt. Um die Bedingungen, die Arbeitsbedingungen weiterhin gut und fair für die Arbeiter zu erhalten. Und ich denke, dass die Sozialbewegung die richtige Bewegung, um das in die Wege zu leiten. Um unseren Forderungen nach einer sozialen, gerechten, friedlichen und solidarischen Welt eine Plattform zu bieten. In diesem Sinne, hoch der 1. Mai. Und sagen Freundschaft, hoch der 1. Mai. Hoch der 1. Mai. Ich wünsche euch allen eine schöne Maifeier. Ich wünsche allen Menschen einen tollen, guten 1. Mai und lassen wir uns nicht unterkriegen. Ein Hoch dem 1. Mai.